Am Beruf Dachdecker macht mir Spaß, dass man draußen ist, dass man unterschiedliche Sachen macht. Also unser Beruf ist nicht nur Dach, sondern auch Fassade, wie hier. Man hat jeden Tag mit unterschiedlichsten Materialien zu tun. Ja, und die Berufsschule ist im Bayerischen Wald, Waldkirchen. Im Team arbeiten, das mag ich sehr gerne. Wenn ich am Dach vorbeifahre, was wir gemacht haben, da erzähle ich halt immer, das haben wir gemacht. Und kann man auch stolz drauf sein. Ja. Also, wie viele denken, dass Dachdecker kein abwechslungsreicher Beruf ist, da denken viele falsch, weil es gibt Flachdach, Fassade und Steildach. Und da gibt es verschiedene Materialien fürs Flachdach, Folie und Schweißbahn. Das kann man auch begrünen. Und fürs Steildach gibt es Ziegel, Faserzementplatten, Schiefer, Holzschindeln und Drehdächer. Ja, das gefällt mir halt einfach. Man ist halt im Freien und hat immer frische Luft, nicht wie im Büro. Ist man nur drin. Mein Name ist Ziad Rahimi, ich komme aus Afghanistan, ich bin 18 Jahre alt und seit 7 Jahren bin ich von meiner Heimat weg und 4 Jahre war ich in Persien. In Persien habe ich 2 Jahre als Schweißer gearbeitet und ja, Erfahrung auf der Baustelle schon gehabt. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen, meine Reise von Persien nach Deutschland 6 Monate gedauert. Habe ich jetzt 2 Monate Deutschkurs gelernt und dann direkt zur Hauptschule. Da habe ich mein Quali geschafft und ein Praktikum habe ich ausgesucht. Habe ich als Dachdecker einmal Praktikum gemacht und ja, das hat mir gut gefallen und habe ich mich für Dachdecker entschieden, dass ich ein Dachdecker werde. Ja. Mein Name ist Fissi Amharay. Ich komme aus Eritrea. Eritrea liegt in Ostafrika. An dem Wirf gefällt mir auf Flachdach Dämmung verlegen und Dämmung schneiden. Ich hatte schon mein Leben lang eigentlich Höhenangst und ich habe halt auch niemals gedacht, dass ich Dachdecker werde. Und jetzt bin ich Dachdecker.